spricht Ustra. Das ist die Noob-Tour. Wir sind dabei, uns als Gegenstände zu verstecken. Mein Bildschirm ist schwarz bei Darathons Kanal. Ist wahrscheinlich schon Gewusel, denn wir spielen Prop Hunt. Dabei haben wir natürlich wunderbare Gäste, nämlich einmal die Taizuki-chan und einmal den Wolfi. Hallo? Hallo. Und weil er mich direkt vor meiner Nase verwandelt hat. Oh nein, Hilfe! Wie kommt man die weg? Wie kommt man die weg? Oh, ich darf mich nicht bewegen. So. Super, weil ich auf die tolle Anmoderation vom Ustra gehört habe und dachte mir so, ey. Hör auf meine Stimme. Ich bin, wenn ich mich gar nicht verwandle, wie sehe ich dann aus? TV. Was siehst du dann eigentlich? Genau. Dann bist du dieser alte Mann. Okay, wieso habe ich 68 HP? Das ist doch irgendwie seltsam. Weil du auch Pop geschossen hast. Also ich bin ziemlicher also bei mir. Ja, vielleicht. Also bei mir gibt es immer gut was zu essen. Da muss ich euch mal sagen. Ja, also. Und er ist ein Schnitzel. Nein, ich sag nur, alles ist klar, er ist ein Schnitzel. Bei mir gibt es was zu essen. Wieder Schnitzel. Ja. Er kommt da nicht raus, weißt du, das ist eine Phase bei den meisten, aber er kommt da einfach nicht raus. Für alle, die nicht wissen, was Prop Hunt ist, ja, wir spielen es im Moment im Modus 2 gegen 3. Die eine Hälfte versteckt sich als Gegenstände auf der Karte, der Rest versucht... Nein! Oh, scheiße! Die Dave fräselt einfach alle weg. Einfach versuchen, mit der Quoba, weißt du? Nee, ich verschwende jetzt eine Patrone. Nein, mit der Quoba ins Gesicht und den Schädel zertrümmer. Das ist unmenschlich. Ja, ich habe halt gedacht, ich muss halt gestehen, ich habe gedacht, dass sie, wenn sie die Waffe zückt... Ja, wir spielen das einfach mal so ein bisschen Play-Along-Style, weil ich denke mal, das hier ist kein Spiel, wo jemand gewinnt oder verliert, sondern einfach, es passieren einfach Dinge. Ich muss gewinnen! Wie viele Punkte habe ich? Warte mal, ich habe... du musst also gewinnen. Na dann habe ich... Oh, ich will kein Holzbrett sein. Okay. Ja, Ustra, am besten stellst du dich direkt vor ihm auf. Einfach nur als dieser alte Mann. Oder doch besser als Schlitze, dann übersieht er dich. Ja, gut, dann bin ich mal gespannt. Oh, das ist unpaniert. Wie unsexy ist das denn, ey? Ja, unpaniert ist Schnitzel. Unsexy Ostramann. Ich glaube, das ist doch kein Schnitzel. Ich würde ja sagen, das ist so ein Steak von der Marmorierung. Ja. So, jetzt seid ihr fertig. Wo seid ihr? Oh, jetzt sind die Gourmets im Chat. Ich merke das schon. Ja, ja. Wo seid ihr? Nein. Wo seid ihr? Kommt schon, jetzt kriege ich euch. Oh jetzt Gott, jetzt wollte ich schon auf den Nightwohner schießen, einfach, weil... Der bewegt sich! Ja, ich kenne das. Komm her, ja. Okay, irgendjemand hat hier gerade ein MS. Messed up. Okay. Unordnung. Okay, das heißt, du bist bei mir im Raum. Wo bist du, Luder? Wow, holy fuck! Also. Du stirbst. Ich will es nur mal anmerken. Ja. Zum Glück ist mir deine Meinung vollkommen egal. Okay, dann mach weiter. Brauchst du da! Oh, da hab ich was gesehen! Da ist er! Da. Boah. Das ist so lustig gerade. Wo bist du? Boah, ich hab dich gesehen. Du bist hier irgendwo. Ich so wunderschön durch die Gegend rennen. Den Darathon erstmal schön ausgelutscht. Okay, wo ist er? Wo, drei, ah, erstmal schön einschnitzeln, ey. Nom. Kollege Helm, ich will nicht wissen, wo du deine Panade hinsteckst, aber lass das. Boah, ich hab dich doch hier gerade... Ich hab gerade irgendwo... Wie, Alter? Ernsthaft, du packst das Fleisch ohne Hand... Wasch dir vorher wenigstens die Hände, du Lümmel, ey. Ja, und dann gibt's aber extra Eiweiß. Okay, ist dies, du Drecksau. So, was haben wir denn hier? Wo ist er denn? Da ist ein Schuh. Oh nein, der Schuh ist echt. Der Schuh ist real. Huch, da ist noch einer. Ist das... Muss ich wirklich... Komm, bleib einfach stehen. Ergib dich deinem Schick. Fuck you. Ergib dich deinem Schick. Na gut, ich bin Schick. Alles klar, gewonnen. Boah, ihr schreit ganz schön rum, ey. Echt? Ich schreie nicht! Oh mein Gott, da, ey. Was ist denn los mit dir? Du bist Prop-Künstlerin, ernsthaft. Du wolltest es hauptberuflich machen. In so einem Raum voll mit Props eine Granate hochgehen lässt, ist man Insta-tot, oder? Ja. Wer lebt denn noch? Außer du triffst natürlich einen Prop damit. Das Lustige ist, ihr seid schon um mich herum gelaufen, habt alles um mich herum umgeschmissen, aber mich habt ihr vollkommen ignoriert. Ja, okay, dann gib einen Tipp. Los, sag mir, wo du bist, du Hitbucket! Mir kann man Leckereien reinstecken, daraus wird dann eine leckere Suppe. Ah. Okay, also sie ist deine Frau. Ich bin mir sehr sicher, der Tipp sagt. Ich weiß nicht, ob das so lecker ist. Gut kombiniert, Watson. Danke, dafür bin ich hier. Ich suche mal irgendwelche Frauenposter. Hab viel Spaß damit. Wo bist du denn? In dich kann man lecker rein. Ich kann mal lecker rein. Warte mal, sie ist deine Frau. Moment.
Ja, ja, das, der ist alt. Achso, Wolfi, du bringst vielleicht Sachen mit zum Schnitzel, da, zum Reinstecken. Sehr schön. Ja, hallo. Wow. Aber ich komme nicht mit Bananen, ich komme gleich mit ganzen Kanistern, Junge. Du musst doch hier die irgendwo haben auch sein, das kann doch nicht sein. Du bist doch hier in der Küche. Die ist bestimmt in der Küche, ohne Scheiß. Im Backe kann ich nicht. Luki! Was war sie jetzt? Wenn er dich schon so anguckt, dann lauf einfach weg. Lauf nicht ja, durch. Ach, vor allem, ich fange vor an. Dachte, ja, den Topf kann ich nicht an. Was war sie? Was war sie denn jetzt? Ein Topf? Oh, Drecksack. Ja. Sag ich ja, eine Frau. Also. Ein Daisuki-chan. Ah! Oh! Ein wildes Daisuki-chan greift dich ja an. Was Pokémon-Web. Was bin ich jetzt eigentlich? Ich weiß nicht mal, was ich bin. Error. Ja. Ja, falsch. Also, vielleicht bist du eine wunderbare Penissuppe. Penissuppe. Oh. Das Spiel wird aber eigentlich auch ziemlich Hex. Wenn man die Maps kennt, ne? Da weiß man ja, natürlich. Natürlich. Ja. Aber du kannst halt gut faken, weil du hast ja die Sachen irgendwie auch in der Hand und kannst die dann irgendwie ein bisschen austauschen, durcheinander werfen. Dadurch wird okay, erzähl mir mehr von den Sachen in deiner Hand. Woran sehe ich denn, woran sehe ich denn, wer ist? Also ich sehe jetzt, hier ist gerade jemand an mir vorbeigelaufen, aber ich... Du kannst dich ja frei bewegen und die Leute ja auch anvisieren, dann siehst du ja die Namen. Ja. Achso, aber die sehen nicht, dass ich mich bewege? Nein, genau. Das habe ich eben gerade auch gefragt. Also wenn du die Kamera nicht bewegst, wenn du WASD drückst, dann sehen die das. Achso, ach, Daisuki-chan, hör mal. Oh, sei doch nicht so. Alter, völlige Zerstörung. Ja, jetzt gibt's gleich die Kurve in die Fresse. Nein! Oh, fuck, ich hab noch überlegt. So, ich so, läufst du? Nein, der weiß das nicht. Oh, da habe ich jemanden gesehen. Oh, da sehe ich schon wieder jemanden. Oh, oh. Oder auch nicht. Oh, oh. Fuck you! Nö. Wir haben noch 40% Leben. Irgendwo ist er hier. Ist er hier? Weißt du überhaupt, was ich bin? Ey, du warst gerade eine Box, aber dann hast du dich verwandelt. Okay, dann weißt du nicht, was ich bin. Also ich glaube, so unterstützend wie der Nightrunner, der war schon lange nicht mehr so. Ich schaue mir das alles an und... Ich bin am Happy-Bean-Schwein. Hat mir die frische Luft. Nope. Du bist doch in der frischen Luft? Echt? Ja. Richtig fresh air, Mann. Ich muss ja sagen... Du bist echt doch daran vorbeigelaufen. Ja, ich bin an allem vorbeigelaufen und ich habe hier meinen Metal Buddy. Ich muss ja sagen, Henkel. Der Nightrunner steht voll im Leben. Ja, tut er. Und mein zweiter Vorname ist Kacke. Ja, weil das ist Leben. Ja. Kacke ist sowieso immer Leben. Bin quasi auch Kacke. Ich räume jetzt den Innenhof um. Jetzt habe ich es verstanden. Dann mach du mal. Es ist ein Ort, den habt ihr alle schon mal gesehen. Oh, da ist ein Typ im roten Anzug. War das Alucard? Nein, das ist nicht Alucard. Nee, das ist du Arschloch, Alter. Du musst hast gerade was durch die Tür geschmissen. Mann. Nee, mit Kacke, der ist gut, der die Anspielung, aber das versteht, glaube ich, keiler. Ja, das macht der soll ja auch subtil sein. Und ich habe es verstanden, ja. Ich bin die Kanister, dritte Kanne links. Du bist hier. Ich habe gehört. Ich höre deinen Atem, auch wenn ich ihn nicht höre. Ich habe gehört, dass man mit deinem. Ich sehe aktuell keinen. Kann auch. Warte mal, ich spring mal. Nee, auch wenn ich so die Kamera bewege. Ich sehe dich nicht. Ich habe gehört, dass man mit deinem Cousin Nightrunner auch nach oben und unten fahren kann. Oh, warte, ja, ich kann durch die Map klippen. Oh, da ist jemand in der Garage. Hallo. Ja, tu mal den blauen Mülleimer um. Tschüss, Ostra. Drive-by! Das war gerade geil. Mach mich nicht kirre hier, Leute. Das war so geil, das ist bei Nitro, das Kamera so... Ja, Affen, ey. Lief eine Banane vorbei. Oh, wer guckt? Eine Banane? Also, ich bin ungefähr so braun wie die AfD. LOL. Und ich sehe nicht, weil ich klippe sonst. Hier, oh, ich sehe was. Gebe in 20 Sekunden den nächsten Tipp. Ja, mach ihn ganz in Ruhe. Hat auch mit der AfD zu tun. Ja, ich hab's. Sehr gut, Wolfi. Okay, ich wollte eine Banane werden. Und ich bin der Letzte. Oh mein Gott. Kann es sein, dass du jetzt die ganze Zeit gegoogelt hast, was für Sprüche es mit deinem Gegenstand gibt? Oh. Nein, das kommt nicht spontan.
Lauf! Die Türen, die natürlichen Feinde aller Pass. Achte! Jetzt pass auf, jetzt kommt der Witz des Tages. Jetzt kommt der Witz des Tages. Dein Stuhlgang war nicht so gut. Wo ist mein Soundboard, wenn ich es mal anbrauche? Ja, geil. Nein, komm mit. Wo bist du denn? Ich bin hier, der Mann, der alte Mann. Ja, gut. Gut, wir gehen hier lang. Alles schon zu spät für meinen... Okay, das heißt, wir sind alle zusammen. Nein, Daratonne. Ihr schmeißt einfach eure Nächte irgendwo hin und ich safe den Day. Daratonne. Komm schon, okay. So darf mich nur meine Mama nennen. Ins Regal! Aber nicht, so. Nicht ins Regal! Abfahrt, so, jetzt hol ich mir hier die schöne. So, ins Regal. Perfekt zusammen. Ja. War das? Darauf kommen die nie. War das? Uns in einem Lagerhaus zu. Verstecken. Suchen okay. Ist ja auch völliger Quatsch. Total. Warum liegen wir mal im Lager? Lauf! Da ist er! Hier ist jetzt hier im Lagerhaus! Da, links! Da! Hier lang! Der ist hier irgendwo. Hier lang. Nein, das war clever. Das war clever. Ole. Im Zweifel Granate rein. Im Übrigen, als Hunter, wenn man wirklich über jemanden drüber fährt, dann sieht man, neue Karte. Ja, den Namen. D.E. Duke hier, lass mal. Nee, wir können nicht auf CS-Karten gehen, weil die sind, da gibt es keine Sachen drauf. Office, Staff, Channel, das sind alle. Diese. Die PH-Karten sind Propern-Karten. Ah. Das ist doch das, was wir gerade gehabt haben, oder nicht? Nee. Wir spielen Bittner. Wie gerade. Viele Parkplätze hast du gerade gesehen? Geht gar nichts an. Meine Augen. Meine Wahrnehmung. Ja. So, wir können mal in dieses reinschauen, dann gucken wir mal, was hier so geht. Und nebenbei habt ihr natürlich immer wieder die Chance. Wir können auch sonst die Teams wechseln. Das ist diese Karte, die ist gut. Ihr habt natürlich die Chance, wieder für die nächste Haltestelle zu voten. Hier in der Noob-Tour nochmal eben so am Rande. Und während wir gerade reinkommen. Oh mein Gott, diese Karte wird euch sowas in den Wahnsinn treiben. Jawohl. Können wir nicht einfach noch mehr aufnehmen und einfach sagen, hier, das ist der Vote? Könnten wir? Ich glaube, so eine Diskussion hatte ich schon vor zwei Wochen. Oh, es geht schon los. LOL. Das sind Internas, die verraten wir nicht. Es geht schon los. Gibt's übrigens alle drei gegen Daraton und Nightrun. Jetzt können die mal zeigen, was sie können. Oh lol, echt, wir sind nur zu zweit. Scheiß die Wand an. Nee, mach ich nicht. Also die Karte ist relativ groß. Ja. Sehr groß. Und das ist auch ganz interessant soweit. Gut. Kein Cheaten, kein Hacken, keine kleinen Props, auf geht's. Was? Ich hab Ernüchterung, Enttäuschung. I got 99 Props, buddy. Bitte was? Wer, was? Meine Mama? Was? Das wäre lustig, wenn er sich einfach ins Skript schreiben würde, dass die ganze Zeit E gedrückt wird und er sich wirklich jedes Mal in einen anderen Prop verwandelt. Einfach nur, damit er keine Hitbox hat. Der Ustra regelt den Verkehr. Ich regel erstmal richtig schön den Verkehr. Hier darf jeder laufen, fahren, wie er will. Scheiß auf die Mauer, einfach durchfahren. Nein, mein Deckel. Ja. Ach, scheiß drauf. Bin ich später. Dinge, die du in der Kneipe saßt am Wochenende. Oh, mein Deckel. Ach, scheiß drauf. Nein, normalerweise wird das ohne Deckel geliefert. Aber also ich weiß zumindest, der Saraton kann uns beobachten. Weil sonst wüsste ja nicht, dass ich den... Was macht ihr? Ich sehe den Ustra und die Daisuki-chan fummeln. Ganz ehrlich. Alter, die alte Schlange, komm hier zurück. Für ein Timeout. Wie gewinnt das einfach, wenn ihr nichts hinbekommt? Aber ich habe die aufgehalten für 30 Sekunden. Ich gehe hier zu meinen Brüdern. Meine Brüder und ich, wir regeln. Deine Brüder? Ich und meine Brüder hier. Dein Brudis. Wo ist mit denen? Ich und meine Brudis. Oh mein Gott, da geht's auch noch hoch. Aber innen wart ihr auch noch nicht, oder? Nee. Okay. Draußen ist so schön. Was fragt meine Dame? Genau, ist gerade frische Luft.
Nee, das ich glaube, das war nur okay, hier Ding. Okay. In 25 Sekunden gibt's mal den nächsten Tipp. Ja, ja, den nächsten. Aber wir haben den ersten schon gehört. Da möchte ich gerne. Du hast schon mehrere Tipps gehört. Ja, Brüder. Also der Marathon erfüllt auf jeden Fall einen Sicherheitszweck. Auch. Mhm. Er schützt und behütet. Genau. Oh, der ist gut. Er hat eine Fackel. Wortspiel. Er ist ein Bonfire aus Dark Souls. Er ist die Sonne. Ich könnte jetzt andere Sachen sagen, aber ich glaube, das wäre dann wahrscheinlich politisch und oder auch religiös korrekt. Nee. Er ist ein Animal Spirit. Wie die Litze der Feldjäger. Jetzt weiß ich. Jetzt ist alles klar, danke. Braun. Grün oder Oh, scheiße. Ja, er hätte mich als nächstes aufgehoben. Deswegen muss ich laufen. Das ist der Vorteil an Kleinpops, da kannst du mehr laufen, schneller laufen. Womit kannst du schneller laufen? Mit Kleinpops. Echt? Mehr oder minder schneller laufen, ja. Also okay. Du bist einfach kein so großes Ziel, weil du eine kleinere Hitbox hast. Ja, aber die Hitbox ist doch weniger immer HP. So groß wie ein Haus, habe ich das Gefühl. Das geht eigentlich relativ. Also wenn er mit einer Schrotze rumhaut, dann schießt er halt einfach auch überall hin, ne? Naja. Aber trotzdem konnte ich mit dem Stuhl nicht durch die Tür laufen, obwohl es von den Dimensionen gepasst hätte. Lol, ich bin ein lustiger Prop. Ich auch. Nicht, dass das geht. Also, ihr könnt jetzt alle mal erstmal in mein Büro kommen. Holy shit! Solange man kein Brett vor dem Kopf hat. Nee. Ich habe mir jetzt gerade 25 HP abgezogen, dadurch, dass ich... von der Lügenpresse lasse ich mich nicht beeinflussen. Okay, also ich möchte natürlich auch ein fairer Chef sagen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich irgendwas finde, wo ich auch... Oh mein Gott. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ich hier anheben kann und was nicht. Du könntest einfach mal E drücken und das ausprobieren. Hilfe. Ja, aber dann weiß ich nicht, ob das ein Fest ist oder ob ihr das seid, weißt du, ich meine? Ja, das ist halt das Ding, da musst du 5 HP opfern und einfach mal draufhauen. Ich möchte nicht dieses Prop sein! Hilfe! Oh nein, er ist eine Straßenlaterne. Nein, ich bin gerade die Chef-Topfpflanze, lass mich mal in Ruhe gerade. Ich möchte nicht... Nein. Natürlich, er ist nicht einfach nur die Topfpflanze, er ist die Chef-Topfpflanze. Definitiv. Komm da nicht rein, verdammt. Ich hör hier eine Tür gehen. Ja, lauter Autos. Ja, dann lauf hinterher, das ist sicher ein Prop. Scheiße! Warum kann ich kein kleines Prop werden? Komm schon! Also ich habe einen sehr ledrigen Freund. Ich auch. Ich bin ziemlich groß, aber... So über Leitschuhe, dass du reden, finde ich ein bisschen unfair. Wahrscheinlich nicht. Okay, das ist okay. So können wir damit wenigstens ein bisschen arbeiten. Muss mir erst noch mal den Chefsessel wieder rumrücken. Oh, ich sehe hier jemand mit einer Tonne spielen. Das ist doch sicher der Ratton, oder? Nee. Ledrigen Freund. Ja, ich habe auch... Also, mein ledriger Freund ist umgefallen. Ich habe keinen Bock mehr. Aus. Also, so. Und ich bin die Lügenpresse. Auch noch. Ja, aber den Tipp habe ich am Anfang gegeben. Der ging Konferenzraum? Was ist das? Ach, das ist der Vorratsraum. Na gut. Er ist Lügenpresse, dann ist der bestimmt eine Zeitung. Ich dachte, ich hätte ihn gerade, aber... Leute, man kann durch die Wände gucken und kann einen Toten sehen. Ja, also ich finde es auf jeden Fall mal interessant, was so außen passiert. Wie da einfach die Tonne über alles drüber gerollt wird, um Zeit zu sparen. Das ist sehr clever. Danke. So. Also, ich sehe gerade, jemand ist auf einem Dach. Das ist schön. Ich weiß nicht, wer ist. Ja, den habe ich auch gerade gesehen. Das war sehr schön. An der Topflanze vorbei, ne? Der geht gerade wieder schön weg. Auf Wiedersehen. Auf jeden Fall war das ein sehr schönes Pop. Das hat mir gefallen. Also, liken, favorisieren, abonnieren. Ihr wisst Bescheid. Er ist die Chef-Topfpflanze. Ich weiß es nicht. Topfpflanzen kann man nicht anheben. Das ist das Problem. Lügenpresse und die... Ja, ich war die Topfpflanze. Ich musste mir was anderes suchen. Ich hab mich durch die Tür gefahren. Ledrigen Freund. Genial. Seid ihr drin oder draußen? Also wir sind jetzt alle wahrscheinlich wieder draußen, so wie ich das verstanden habe. Also ich bin drin und ich könnte mir eine Erfrischung holen, wenn ich gerade 5 Meter laufen würde, aber das geht nicht. Warum kann man nicht einfach alles zerstören? Du kannst die Granate reinwerfen. Nuke! Ach nein, wirklich? Oh, das ist gemein. Nice. Rezuki-chan! Wie kann man denn hier eine Granate werfen? Wie geht das? Mit dem G und dann Rechtsklick. Ja. Aber du hast nur eine und wenn es viele Pops erwischt, ohne dass es ein Spieler ist, stirbst du. Holy shit, ich habe nur noch 15 HP. Ich habe nur noch 10 HP. Dann stirbst du sehr wahrscheinlich. Ich finde das so lustig, dass ich den einen immer total rumhüpfen sehe, aber keiner merkt das.
Also ich bin am Ende eigentlich gar nicht. Warte, ich öffne meine Tür. Bitte, ich öffne mal noch ein. Wolfi, wirklich? Du bist bei mir? Musik drunter. Das ist zu genial. Unglaublich gut. I died in it. Ah, so gut. Ich war nur in den Comics des Lebens. Das ist genial. Nein. Ha! Ha! Alle! Es bleibt immer noch die Jai! Ha, ha, ha. Ich hab beide geschnippt. Und ich hab jetzt den perfekten Blick auf die Szenerie gehabt. Oh mein Gott. Alle sehen beide Türen, wie ihr da rumgerannt seid. Also ich glaub, wie ich mich für Ostra geopfert hab und er dann in Kugelhagel sprang, um dich zu retten. Yeah. Du kannst dich jetzt übrigens bewegen, Jai. Dann können die vielleicht noch sehen, wo du bist. Wo bist du denn? Andere Seite daran! Ostra. Das mit dem füreinander opfern, das müssen wir das nächste Mal absprechen. Mann, ey. Ja. Nein, ich hätte nicht! Nein, ich hätte nicht! Und jeder springt immer vor den anderen noch vor die Kugel. Die Zeitlupe. Das war jetzt aber erstmal. Entschuldigung, dass ich eure Euphorie unterbreche. Versteckt euch noch Props, denn das war die erste Runde von Prop Hunt hier in der Noob-Tour. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Dann schauen wir mal. Bis dahin. Ciao. Genau. Bis in der nächsten Folge. Und in dem Sinne, habe die Ehre. Und tschüss. Wow.